Die erste halbe Stunde sind die Dortmunder gelaufen wie die Hasen, da hatten wir ein bisschen Probleme damit. Danach wurde es auch ein bisschen weniger von deren Seite, dann sind wir auch besser ins Spiel gekommen. Warum ziehen wir die Spieler alle auf unsere Seite? Weil wir natürlich eine geschlossene Mannschaftsleistung immer abrufen. Dass es dann nicht immer ein Fußballfest wird, das ist überall so, aber wir nehmen das natürlich sehr gerne mit so. Ja klar, jeder fühlt sich gut, jeder ja, läuft nochmal ein bisschen mehr. Aber nichtsdestotrotz hat man, denke ich, heute auch gesehen, dass man vor jedem Gegner Respekt haben muss. Weil wenn man gesehen hat, wie die in der ersten Halbzeit auch ein bisschen gezockt haben, war schon nicht schlecht. Deswegen war das, denke ich, der wichtigste Sieg der Woche. Wir haben sie mehr oder weniger gezwungen, Fehler zu machen. Und dann kurz vor Schluss haben wir auch aufgrund zweiter Halbzeit, weil wir vorher auch einige Torschaden hatten, haben wir auch das Spiel für mich absolut verdient gewonnen. Ja, hast du die Tor-Szene erlebt? Ja, der Ball war schon fast geklärt, dann kam er wieder rein und dann kam der Ball zu mir und ich war im Flug schon und habe geköpft. Und ich hatte mich gewundert, wo der Torwart bleibt, weil der Torwart war einfach, der klebte auf der Linie, obwohl ich schon im 5-Meter-Raum war. Und dann ging der Ball in der Latte. In dem Moment dachte man, das ist scheiße. Aber dann war Königs natürlich zur Stelle, hat Strafraumgespenst und dann war ich froh, dass der Ball hinter der Linie war. Ja, war ein kleines Getümmel vorm Tor. Simon köpft gegen die Latte, ja, und dann stehe ich richtig und köpfen rein.